Man hat schnell mitbekommen, dass man mit Passagierbetrieb auf diesen Booten auch Geld machen kann. So wurden die Schiffe immer größer und sehen heute mehr wie Kreuzerschiffe aus. Dennoch haben sie aber immer noch den Auftrag, die Post im Land in die entlegenen Bereiche in den Fjorden zu befördern. Dieses Schiff ist wie alle Schiffe der Multikrut mit einem verstärkten Rumpf ausgestattet, der es den Schiffen ermöglicht, auch in Eis und Treibeis hineinzufahren. Alle diese Schiffe haben die Eisbrecherklasse 1 und können auch in leichtes Eis einfahren. Ohne schädliche Touristen, wenn ein Schiff das Licht hat. Es hat sich gerade erst zum 100. Mal gejährt, im Übergangsportal der Titanic. Eis ist so kräftig und gewaltig, dass es selbst Stahl ein Opfer ein Tor. Der Schutz der Küstenregionen